Leute, Lisha und Lu sind wieder am Start für euch. Wir sind wieder am Start. Als erstes wünschen wir euch ein wunderschönes neues Jahr. Frohes Neues. Wir hoffen, ihr seid alle wunderschön mit euren Familien reingerutscht und hoffen, dass alle eure Wünsche und Vorsätze in Erfüllung gehen. Leute, heute haben wir ein sehr persönliches Video, ein Thema, was viele Menschen spalten wird in der Meinung. Aber es liegt uns sehr am Herzen, dass dieses eine Thema endlich mal geklärt ist und ihr als unsere Community sollt natürlich immer wissen, was bei uns abgeht. Und irgendwie sind wir euch auch eine Erklärung schuldig, weil vieles immer ein bisschen unklar gewesen ist und diese Frage uns echt fast täglich verfolgt seit Jahren. Welche Religion habt ihr? Warum trägt Lisha ein Kreuz? Seid ihr beide Christen? Wer ist Moslem? Bla bla bla. Und wir haben uns heute gedacht, wir werden in diesem Video einfach mal alles aufklären, damit dieses Thema ein für alle Mal erledigt ist. Und deswegen heißt das Video heute Von Moslem zum Christ. Vom Moslem zum Christ, Leute. Und wir werden euch jetzt erklären, was es mit diesem Titel auf sich hat. Und wir legen einfach mal los. Ich werde in diesem Video mehr reden als Lu, weil es um meine Person geht. Aber Lu ist hier bei mir als Unterstützung und auch um ein bisschen zu sagen, was er davon hält und dies und das. Und Leute, als erstes muss ich sagen, dass ich wirklich stolz bin, so einen Partner zu haben, der mir in allem, was ich tue, nie sagt, es ist das Falsche. Der immer sagt, ich stehe hinter dir, egal was es ist, egal wie schwer der Weg ist, wir gehen den zusammen. Und da bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass ich so einen Mann habe. Danke. Weil das, was jetzt kommt, würde wahrscheinlich nicht jeder Mann mitmachen. Wie ihr wisst, bin ich ja ein sehr seltsamer Mix. Mein Papa kommt aus der Türkei, meine Mama ist halb deutsch, halb portugiesisch und ich bin von klein auf mit dem christlichen und muslimischen Glauben groß geworden. Als wir klein waren, hatten meine Schwester und ich keine Wahl, ob wir Moslem oder Christen sein wollten. Wir wurden zu einem Hodja gebracht, der hat uns ein Gebet ins Ohr geflüstert. Dann wurden Schafe für uns geschlachtet, wir hatten keine Ahnung, was los war. Und von diesem Tag an waren wir Moslems. Wir waren noch klein, wir wussten nichts über den Glauben, uns wurde damals nichts darüber beigebracht. Es hieß einfach immer, du bist Moslem. Wenn du einen Feiertag hast, dann ist es Ramadan, dann ist es Bayram. Das Buch, an was du glaubst oder was du lesen musst, ist der Koran. Und uns wurde nie irgendwie gesagt, wollt ihr das überhaupt oder wollt ihr vielleicht noch warten und wir machen es nicht und ihr entscheidet später selber, ob ihr überhaupt glauben wollt. Vielleicht wollten wir gar nicht glauben, es hätte auch sein können. Kann auch sein. Und nein, es war aber so, dass wir von Baby an, wir konnten noch nicht mehr laufen. Ich glaube, ich war 3 Monate, meine Schwester müsste auch so mit 3, 4 Monaten das hinter sich gebracht haben. Und ja, wir waren noch ziemlich klein und dann haben wir das halt so hingenommen. Und jahrelang waren wir halt Muslime. Ich bin mit meiner Schwester in die Jami gegangen. Uns wurde der Koran beigebracht. Wir wussten sehr vieles über den Koran, aber irgendwas in mir, ich bin so gerne, trotzdem, dass ich Moslem war oder Muslima, bin ich sehr gerne mit meiner Oma in die Kirche gegangen. Ich habe es geliebt. Ich liebe die Kirche, wie sie aussieht. Ich liebe, wenn die Glocken klingen. Und das ist für mich so was Schönes. Und auch der Gottesdienst bei den Christen hat mich immer richtig beeindruckt. Und was ganz komisch ist, ist, dass ich immer, ja, wie soll man das sagen, ohne dass es falsch rüberkommt. Wenn ich Gebete aus der Jami gehört habe, habe ich mich auch sehr wohl gefühlt und ich fand das sehr schön. Aber es hat sich für mich nicht so angefühlt, als wäre das mein Glaube. Es war schon immer ganz komisch, aber ich habe es halt immer akzeptiert. Und wie war das bei dir eigentlich? Warum wurdest du zum Moslem? Auch als Baby? Bei mir ist es so, dass ich so mit 7, 8 Jahren langsam alles mitbekommen habe. Dann habe ich halt immer gesehen, dass meine Eltern fasten. Dann wurde ich auch zur Moschee ganz früh geschickt. So war es bei mir. Aber das erzähle ich euch ein anderer Mal. Okay, auf jeden Fall war das bei mir immer so, dass ich halt... Ist es bei Muslimen eigentlich auch Taufen? Es heißt naja, bestimmt anders, das heißt aber wir anders, nennen es jetzt genau. Einfach mal Taufen. Das fällt mir gerade nicht ein. Und ich habe mich damit abgefunden, Leute. Ich habe mitgefastet, ich habe die Gebete gemacht, ich kannte viele Suren, nicht jede, aber ich kannte schon einiges, was mir beigebracht wurde. Und ich kam mit dem Glauben auch sehr, sehr lange klar, aber dann kam die Zeit, als wir mit YouTube angefangen haben. Und ich fand das sowieso schon damals in der Schule ganz krass, wenn zum Beispiel Ramadan war. Und die Deutschen oder die Christen wurden dumm angeguckt, weil sie während der Ramadanzeit vor uns gegessen haben.
ich habe nie von einem Christen gesehen, bei den Christen gibt es auch eine Fastenzeit zu Ostern, Leute. Zwar ist es dann nicht so, dass man sagt, du darfst den ganzen Tag nichts essen und nichts trinken. Da ist es zum Beispiel so, wenn du Raucher bist, verzichtest du für Gott auf dein Liebstes, auf deine Zigarette, was ich sehr schön finde. Ich finde das nicht normal, wenn man arbeitet und in die Schule geht, im Sommer nichts zu essen und nichts zu trinken. Nichts gegen den Islam. Ich finde den Glaube immer noch so schön, wenn er den Menschen richtig beigebracht wird. Aber leider ist das nicht der Fall und dazu kommen wir gleich. Und ich habe nie von einem Christen gehört zu Ostern, zu seiner Fastenzeit, dass er zu einem Moslem gegangen ist und gesagt hat, warum rauchst du vor mir, schämst du dich nicht? Es ist gerade Fastenzeit, wir dürfen nicht rauchen. Sowas habe ich nie gehört, dass so etwas kommt. Und das fand ich damals schon immer so heftig, dass ich nie gesehen habe, dass ein Christ gegen einen Moslem was sagt, aber so viele Moslem immer was gegen die Christen gesagt haben. Ich habe auch nie gehört, dass ein Christ sagt, der Christentum ist der einzig wahre Glaube. Wie kannst du an Allah glauben? Es gibt keinen Allah, es gibt nur Gott. Aber ich sehe so oft, dass die Leute schreiben, der Islam ist die einzig wahre Religion. Wie kannst du Gott sagen? Es gibt nur Allah. Und das sind so eine Sachen, wo ich mir denke, es ist so heftig, wie was Muslime, die falschen Muslime, sage ich jetzt mal, beigebracht bekommen und wie die sich benehmen. Und dann fing es an mit YouTube. Es kann sein, dass wir daraus zwei Teile machen müssen oder ja, ein sehr langes, weil das ist mir wirklich auch ein Thema, was ich nicht in 10 Minuten runterrattern will. Auf jeden Fall kommen wir zurück zu der Zeit von YouTube. Bei uns war es ja so, wir mussten, oder besser gesagt, wir haben, nachdem wir 2 Monate zusammen waren, islamisch geheiratet. Wir hatten Nikah, weil wir anders nicht zusammenleben durften. Das ist im Islam nun mal so und das soll auch so sein. Deswegen haben wir erstmal vor Gott geheiratet, damit wir überhaupt zusammen leben dürfen und uns besser kennenlernen dürfen, um dann richtig zu heiraten. Und das war auch alles gut und schön. Und dann, wie gesagt, fingen wir an mit YouTube. Dann habe ich immer wieder gemerkt, die Kommentare, erstmal 80% des Hates, der kam von Frauen mit Kopftüchern. Leute, ich schwöre es euch, am liebsten würde ich diese ganzen Accounts posten, aber ich will niemanden bloßstellen. Deswegen, Lou ist mein Zeuge, ich habe es ihm immer wieder gezeigt, meine Schwester ist Zeuge. Frauen mit Kopftüchern, die in ihrer Bio stehen haben, ich lebe für Allah und Islam ist mein Weg, schreiben uns solche Sachen, du siehst aus wie eine Nutte, Tattoos wie eine Hure, so eine Sachen, Leute, von Frauen mit einem Kopftuch. Ich habe wirklich durch die Öffentlichkeit immer mehr gemerkt, dass der Islam nicht meine Religion ist. Nicht der Islam, sondern ich will nicht mit den Leuten auf einer Stufe stehen, die den Islam so falsch leben und so falsch verbreiten. Ich habe mich immer mehr vom Islam entfernt, mich irgendwann wirklich geschämt, Moslem zu sein, weil ich mir dachte, was geht bei den Leuten ab? Haben die jemals den Koran gelesen? Waren die jemals in einer Koranschule? Hat jemals ein Hodja denen gesagt, wie schön, friedlich und hasslos dieser Glaube eigentlich ist? Leute, als ich Sachen aus dem Koran gelesen habe, habe ich geweint, weil da waren so schöne Verse drin. Ich kriege jetzt sogar Gänsehaut, wo ich mir denke, wenn jemand diese Verse gelesen hat, dann ist er nicht in der Lage, andere Menschen zu hassen, andere Menschen fürs Äußere zu verurteilen, anderen Menschen zu sagen, du bist scheiße, du bist Dreck, du glaubst an das Falsche. Leute, ein richtiger Moslem akzeptiert alles und jeden so, wie er ist. Er lebt sein eigenes Leben, er lebt sein Glaube, er schämt sich, Scheiße zu bauen, weil er weiß, Allah wird ihn dafür zur Rechenschaft ziehen am jüngsten Gericht. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass so viele Muslime da draußen einfach nur Moslem wurden als Baby, aber denen wurde nie beigebracht, was es eigentlich heißt, den Islam zu leben. Und diese Menschen haben mich immer weiter vom Islam weggetrieben, Leute. Immer weiter vom Islam weggetrieben. Danke dafür erstmal. Warte, dazu kommen wir noch. Dann fing es an mit Tattoos. Oh mein Gott, Lisha, ihr habt Tattoos, ihr seid Dreck, ihr habt im Islam nichts zu suchen. Du bist kein Moslem mehr. Du bist kein Moslem mehr, du hast aufgespritzte Lippen, du Abschaum. Leute, es ging nur so. Nur so, nur so, nur so. Dann habe ich einen Engel an der Kette getragen. Dann fing es erst richtig an. Wie kannst du als Moslem ein Kreuz an der Kette tragen? Leute, es war ein Engel. Es war ein Engel. Jetzt ist es ein Kreuz und ich trage es mit Stolz. Jetzt ist es ein Kreuz.
Es war ein Engel und ich wurde von morgens bis abends verurteilt, warum ich ein Kreuz an der Kette trage. Aber nicht ein einziger Christ hat geschrieben, bist du nicht Moslem, warum trägst du ein Kreuz an der Kette? Da müsste es bei euch jetzt Klick machen, genau an der Stelle. Leute, seit 3 Jahren in der Öffentlichkeit und seit 3 Jahren wurde ich nicht einmal von einem Christen beleidigt. Ich wurde nicht einmal von einem Christen gefragt, warum ich ein Kreuz trage. Noch nie wurde ich von einem Christen für irgendwas, wie nennt man das, beleidigt kritisiert. Oder kritisiert. Nie. Was ich falsch gemacht haben soll. Und diese Sachen fand ich einfach so krass. Und das hat sich alles so gehäuft, dass man irgendwann keine Luft mehr bekommen hat. Dann fallen dir so viele Sachen auf, wo du dir denkst, krass, man geht in die Jami. Dann musst du Angst haben, dass nirgendwo ein Haar rausguckt. Dann musst du dich wie eine Maus verhalten, weil du als Frau immer das Gefühl hast, du bist ganz weit unter den Männern. So, ich finde, ich habe mich nie wohlgefühlt in der Jami, Leute. Nicht, weil da schlechte Menschen waren, ganz im Gegenteil. Mich hat nie einer in der Jami irgendwie schlecht behandelt. Es gab aber Leute, die dir das Gefühl gegeben haben, du bist Dreck, pass auf, dass man deine Haare nicht sieht, verdeck, du darfst keinen Nagellack tragen, trag kein Parfüm, sonst kannst du kein Abdes nehmen. Und das waren so viele Sachen, die ich im Leben eigentlich so liebe, dass ich mir dachte, ich kann gar kein Moslem sein. Wenn ich es richtig machen will, dann kann ich kein Moslem sein. Ich stehe einfach nicht mehr dahinter, weil so viel Negatives hinter diesem Glauben steht in der heutigen Zeit, dass es mir wehtut, Leute. Und ich hatte keinen Bock, einen Glauben zu glauben, den ich jeden Tag verteidigen muss. Ich hatte keine Lust mehr zu sagen, du bist ein falscher Moslem, lies den Koran, sonst wüsstest du, dass es so und so ist. Ich wollte einfach einen Glauben, in dem ich akzeptiert werde, wie ich bin, wo mir keiner sagt, du hast Tattoos, du gehörst nicht in unseren Glauben, du schminkst dich. Oh, warte kurz. Leute, ganz kurz. Seht ihr aber, was unsere Leute den Leuten für ein Gefühl geben, wie ein Moslem ist? Merkt ihr das gerade? Ja. Und sie ist nicht die Einzige. Es sind Millionen Leute, die genauso denken wie Lisha, nur weil unsere Leute es einfach so rüberbringen. Und das finde ich so schade, weil in unserer Generation, wo ich noch klein war, also jünger war und in die Moschee gegangen bin, da hat man uns alles ganz anders beigebracht. Ja, da war alles viel schöner, viel softer. Heutzutage, die Jugend denkt, Moslem sein ist so streng und so aggressiv. Das stimmt gar nicht. Guck mal, wie ich gechillt bin und ihren Glaube jetzt akzeptiere. In der Jami hat man das mir genau so beigebracht, deswegen bin ich so zu ihr. Genau. Mir wurde beigebracht, akzeptiere jeden Glauben. Urteile nicht über Menschen. Ganz wichtig, urteile nicht über Menschen. Und meine Schwiegermama zum Beispiel, Lus Mama trägt ja Kopftuch und diese Frau ist für mich ein Vorzeigemoslem. Für mich auch, ganz ehrlich. Leute, diese Frau ist so unglaublich, sie ist eine Mama. Das kann man nicht in Worte fassen. Diese Frau strahlt eine Wärme aus, so wie ich mir eine Mama vorstelle. Du siehst sie und du liebst sie, weil sie so warm und voller Liebe ist. Sie sagt, wie könnte ich anders sein? Wenn ich an Gott glaube, dann muss man doch ein guter Mensch sein. Wie wollt ihr das alles? Und Leute, ich schwör's euch, ich hoffe für jeden Einzelnen, der mich vom Islam weggetrieben hat, dass ihr vor eurem Allah stehen werdet und euch für diese ganzen Sachen rechtfertigen müsst. Und ich wette, das macht ihr nicht nur bei mir. Es sind ganz viele unterwegs, die nur rumhaten, die nur Hass verbreiten, obwohl das mit dem Islam gar nichts zu tun hat. Und das ist so traurig, Leute. Dieser Glaube tut mir so leid. Es reicht nicht, dass die ISIS den Glauben beschmutzt und mit Terror in Verbindung bringt, obwohl der Islam nichts mit Terror zu tun hat. Du darfst nicht mal auf eine Ameise treten, Leute. Ja. Denkt ihr wirklich, der Islam oder Allah würde das zulassen, dass Kinder bombardiert werden und all so eine Sachen? Denkt doch mal logisch. Der Islam ist so eine friedliche Religion und dem Christentum komischerweise auch gar nicht so entfernt von der Geschichte her. Finde ich auch. Die haben sehr viele Ähnlichkeiten. Ich sag dir aber, was das Problem ist. Jetzt kommen wir nämlich zum Punkt. Ich wollte Christin werden und im Christentum, ich dachte mir, okay, vielleicht gehe ich jetzt in eine Kirche, da werde ich getauft, dann bin ich Christ. Nee, Leute, mein Weg geht 7 Monate. Ich bin jetzt bei Monat 4, 7 Monate muss ich hinter mich bringen. Wir treffen uns 1 bis 2 Mal im Monat mit einem Priester, das ist so wie eine Klasse, das sind halt Leute, die
in meinem Alter oder halt als Baby nicht getauft wurden. Leute, die in den Christentum wechseln wollen. Ich werde Katholikin. Und da ist es nicht so, komm, ich sag dir in Gesprächen einen Satz in dein Ohr oder sprich mir nach einen arabischen Satz und dann bist du Christ. Das finde ich auch viel zu leicht. Ja, warte, weil ganz ehrlich, wenn du musst getestet werden, ob du es wirklich willst, diesen Glauben annehmen willst. Nicht nur das, du musst doch was über den Glauben wissen, Leute. Mir wird von vorne bis hinten alles beigebracht. Die 10 Gebote, das Vaterunser, was ich zwar vorher schon kannte, dir wird alles beigebracht, die ganze christliche Geschichte. Und erst dann, wenn du am Ende wirklich auf jede Frage eine Antwort hast und du dir zu 100% sicher bist, dass du an die Geschichte mit Jesus und Gott und allem glaubst, erst dann bist du wirklich wert, Christ zu werden. Und ich finde und ich glaube auch, dass die Menschen, die diesen Hass verbreiten, einfach nicht genug den Koran gelesen haben oder einfach gar nichts gemacht haben. Die waren Moslem, weil sie Kinder waren. Dann machen sie bei Ramadan mit, dann machen sie hier mal mit, aber wissen eigentlich gar nichts über den Koran. Mhm. Leute, wie viele Menschen haben schon unter unser Bild irgendwas geschrieben und ich hatte Antworten auf die Sachen aus dem Koran und die nicht. Und da dachte ich mir heftig, und genau das ist die Antwort, Leute. Das sind nicht die Moslems, die schlecht sind und Hass verbreiten. Ein richtiger Moslem macht das nicht. Das sind einfach die Leute, die über ihren eigenen Glauben einen Scheiß wissen. Weil ich sag's euch noch 1000 Mal, ein Mensch, der den Islam kennt, der den Koran gelesen hat, der ist zu sowas nicht in der Lage. Das sage ich euch, weil ihr viel zu viel Angst hättet, dass der Tag kommt, wo ihr vor eurem Gott stehen werdet und euch für dieses abartige Verhalten rechtfertigen müsst. Und ja, Leute, dann kam irgendwann der Tag, wo ich gesagt habe, ich kann das nicht mehr, ich will das nicht mehr. Der christliche Glaube ist meine Richtung, die Bibel ist mein Buch. Und wir haben lange überlegt, ob wir dieses Video machen, weil es wird sehr viele spalten. Deswegen wird das Video auch weder eine Kommentarfunktion haben, noch eine bewährte Funktion. Ich muss bei diesem Thema, was ich für mich selbst und mein Leben entschieden habe, niemanden bewerten lassen, ob er es gut oder schlecht findet. Ich brauche keine Belehrungen, ich brauche kein Jubel. Lisha, du bist toll, hast du gut gemacht. Das ist einfach meine Entscheidung. Das ist etwas, was ich nicht bewerten oder kommentieren lassen möchte. Es ist, wie es ist. Und das war für mich die beste Entscheidung, eine der besten Entscheidungen, die ich in meinem Leben je treffen konnte, Leute. Es hört sich so schlimm an, eigentlich. Und ich hoffe auch, dass viele das Video hier gerade nicht falsch verstehen. Ich hoffe, ihr hört raus, dass wir über den Islam gut reden, aber die Menschen schlecht reden, die den Islam nicht richtig gelernt haben. Und Leute, in muslimischen Ländern sind die Leute nicht so zurückgeblieben wie die Moslems hier in Deutschland. Wenn ihr in die Türkei geht, da guckt euch keiner eklig an mehr, weil ihr Tattoos habt oder sonst was. Warum sind die hier so zurückgeblieben, Bu? Natürlich sind das nicht Sachen, die erlaubt sind. Aber Leute, aber ihr müsst es ist doch wissen, deren Sache. Ja, ihr müsst wissen, Gott vergibt so einiges. Erstens das und zweitens, Ich finde ganz ehrlich, wenn ein Mensch an etwas glaubt oder einen Glaube hat, gebe ich diesem Menschen richtig viel Respekt. Ja. Und ich mag es, wenn ein Mensch einen Glaube hat und es ist mir egal, was für ein Glaube. Ganz genau. Ich verstehe diese Menschheit nicht, die wirklich jeden hassen, die kein Moslem ist. Ich verstehe das wirklich null. Genau so ist es, Leute. Und ich finde das auch alles so widersprüchlich, wenn ihr seht, Leute essen kein Schweinefleisch, gehen dann aber freitags in die Disco und saufen Alkohol. Das sind so die Sachen, wo ich ausrasten könnte. Weil auch diese Leute, hättet ihr jemals den Koran gelesen, dann wüsstet ihr, dass euer Alkoholgesöff und die Musik am Abend genauso schlimm ist, als wenn du morgen ein Schwein schlachtest und frisst. Das sind die Sachen, die ich einfach nicht verstehe. Und ich finde, bevor die Leute anfangen, sich selbst zu kritisieren, Leute, ich schwöre es euch, diese Frauen mit Kopftuch, die mich beleidigt haben, waren geschminkt wie Frauen vom Strich, um es krass zu sagen. Hatten Nasenpiercing, hatten hier Piercings, haben tätowierte Augenbraue gehabt, wo ich mir denke, Mädel, das ist ein Tattoo, ganz egal, ob es Permanent-Make-up ist oder ein Tattoo auf dem Brustkorb oder am Arm, es ist ein Tattoo und das kann man sich nicht schönreden. Haben Kontaktlinsen drinne, haben gemachte Fingernägel, nicht mal ich habe gemachte Fingernägel, rote Krallen tragen die, schminken sich die Lippen größer, tragen farbige Kontaktlinsen, Lashes. Und verurteilen andere. Obwohl der Glaube dir sagt, wenn du ein Kopftuch trägst, verhalte dich als Frau so unauffällig wie möglich.
schmink dich nicht, damit du keine Aufmerksamkeit auf dich ziehst. Nicht mal Parfüm sollen die tragen. Was ich selber extrem finde, aber wenn ich auf die Seite von jemandem gehe und jemanden kritisiere über seine Tattoos, dann kann ich selber nicht aussehen wie eine Schwalbe mit einem Kopftuch. Ganz ehrlich, das geht gar nicht. Leute, ein ganz kleines Beispiel. In der Schule zum Beispiel, auch in der Fastenzeit. Ich habe sehr oft nicht gefastet. Warum? Weil ich ein Mensch bin, der das nicht kann. Sollen ja Schüler auch eigentlich gar nicht. Ja, aber man sollte es versuchen. Ich habe es versucht und ich konnte es nicht. Es gibt Menschen, die können das nicht. Es gibt auch jemanden in meiner Familie, der fastet. Immer, aber ist da davon so schlecht gelaunt, ja. Und so ein aggressiver Mensch. Da denkt man sich echt, mach es vom Herzen, oder lass es. Es kommt gezwungen rüber, ja. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen, man sollte alles mit Liebe machen. Wenn du es nicht schaffst, schaffst du es nicht. Aber du sollst dich zu etwas nicht zwingen, weil ich finde, ich finde dafür keine Worte, wirklich. Es macht mich manchmal richtig aggressiv. Es gibt auch so viele, die man in der Schule immer gesehen hat, die vor anderen gesagt haben, ich faste. Und dann hast du in der Ecke heimlich essen sehen. Warum verarscht man sich selber? Viele Warum Freunde von mir haben mich sofort kritisiert. Wie kannst du nicht fasten? Du Opfer, wie kannst du nicht fasten? Und das sind die Schlimmsten, ich schwör's dir. Aber versteht ihr, was ich meine? Anstatt zu fragen, warum, Dicker, du hast es versucht und so, egal, trotzdem. Ja, genau. Machen die einen sofort fertig, so. Weißt du, was ich meine? Unsere Leute sind einfach so und ich verstehe nicht, warum. Diese Liebe zwischen den Muslimen fehlt mir einfach komplett. Und ich bin ein Mensch, der so harmoniebedürftig ist. Und wenn ich dann an diese Zeiten denke, wenn du in die Kirche gehst, du darfst dem Priester deine Hand geben. Du darfst ihm Hallo sagen. Du bist als Frau genau das gleiche wie ein Mann da. Du hast nicht weniger Wert. Du musst nicht aufpassen, dass du jemanden falsch anguckst oder dass deine Haare aus dem Kopftuch rausgucken. Du bist einfach, natürlich geht man auch nicht im Minirock in die Kirche, aber du bist genauso viel wert wie jedes andere Mitglied in der Kirche. Da ist es nicht Frauen und Männer auf die andere Seite, am besten noch was zwischenspannen, dass sich keiner sieht. Warum? Was muss man für perverse Gedanken haben, dass man Angst hat, wenn das gleiche Geschlecht zusammen in einem Raum ist. Oh, das ist eine Sache, das werde ich niemals verstehen. Das verstehe ich gar nicht und ich habe mich dazwischen einfach nicht wohlgefühlt. Und wenn man dann in die Kirche geht und alle sind harmonisch miteinander, keiner guckt dich eklig an, keiner sagt dir, verdeck mal das Tattoo hier oder... Weißt du, was ich meine? So... Guck mal, und das ist das etwas zum Beispiel, das ist deine Meinung... Und das sind Sachen, die du nicht verstehst. Auch wenn sie dir erklärt werden, dich zieht einfach dieser christliche Glaube an. Genau. Und das ist wichtig, Leute. Wisst ihr, was ich meine? Zum Beispiel bei mir, wenn ich zum Freitagsgebet gehe und so, ich fühle mich einfach wohl. Und ich habe, wie soll ich euch sagen, in meiner schwersten Zeit, wo nur Lisha für mich da war. Sie hat mich aus jeder Scheiße rausgeholt. Leute, wenn sie nicht da wäre... Ich wäre so in der Scheiße gelandet. Ich wäre hundertprozentig heute im Knast und drogenabhängig oder sonst was. Die hat mir wirklich so auf die Augen geöffnet. Wenn die nicht da gewesen wäre, ich wäre am Arsch gewesen. Und sie hat mir auch geholfen, so einigermaßen zu Gott zu finden. Sie hat akzeptiert, dass ich ein Moslem bin. Auch wenn sie es jetzt zum Beispiel sich nicht wohlgefühlt hat. Sie hat es versucht. Wisst ihr, was ich meine? Und sie hat mich auch mehr zum Glauben getrieben, finde ich. Weil sie meinte auch immer, die Moslem-Seite hat auch schöne Seiten. Guck mal, das und das ist richtig schön. Und immer wenn ich zum Freitagsgebet gegangen bin, habe ich so eine Bindung zu Gott aufgebaut. Und er hat mir wirklich so in meiner schweren Zeit auch sehr geholfen, wo wir nichts hatten. Das war, weiß sie auch. Und deswegen habe ich so eine Bindung zum Moslemtum, zum Moslem-Sein. Zum Islam. Zum Islam. Natürlich gibt es Sachen, die ich nicht verstehe. Viele Sachen, die anders sein könnten. Aber ich akzeptiere den Glauben so, wie es ist. Und mir wurde es alles sehr schön gezeigt und beigebracht damals. Deswegen liebe ich den Glauben so, wie ich ihn kenne. Ja. Wisst ihr, was ich meine? Genau. Genau so ist es, Leute. Und das ist auch das, was wir in diesem Video rüberbringen wollen. Dass der Islam an sich nichts für die Leute kann, die den Islam einfach komplett falsch rüberbringen. Mm. Komplett falsch, Leute, wirklich. Leider. Und ich sag's nur immer wieder, ich hoffe wirklich, dass diese Menschen, ich glaube, das ist eine der größten Sünden, wenn du jemanden aus dem Islam in eine andere Religion treibst. Ich glaube, schlimmer geht es gar nicht, weil ich weiß, wie du angesehen von Allah wirst, wenn du zum Beispiel einen Christen oder einen Ungläubigen in den Islam überzeugst. Genau. Was wird mit euch passieren, Leute, wenn ihr vor Allah steht und er sagt, erklär mir,
was hast du die Jahre getrieben, dass so viele, ich bin nicht die Einzige, glaub mir, dass so viele aus dem Islam wegen deinen Worten in den Christentum gewechselt haben. Und ich gönne euch diese Momente vor Allah und ich hoffe, ihr werdet euch so schämen, dass ihr im Boden versinken werdet vor ihm, Leute, ja, wirklich. Und ja, Leute, wie ich euch gesagt habe, ich fühle mich seitdem frei. Ich habe noch nie in meinem Leben so stolz eine Kette getragen. Ich liebe mein Kreuz, ich liebe den Glauben. Es ist einfach, ich fühle mich frei und ich bin so stolz, wirklich, dass Lu nicht gesagt hat, das war auch das Risiko, Leute. Es ist ja klar, wenn ich kein Moslem mehr bin, dass unser Nikah gebrochen ist, dass wir islamisch nicht mehr verheiratet sind. Nun sind wir normal verheiratet, aber trotzdem, dieses Nikah existiert nicht mehr. Und das mussten wir erstmal der Familie klar machen. Und er hat immer hinter mir gestanden, er hat nie gesagt, wir können das unserer Familie nicht erklären. Die werden richtig sauer oder du kannst das nicht machen. Er hat immer hinter mir gestanden. Seine Mutter, eine Frau mit Kopftuch, Leute, sagt zu mir, wenn es das ist, was du willst, dann mach es. Sie hat mir nicht gesagt, überleg doch nochmal oder warum. Sie hat gesagt, es gibt einen Grund dafür und wenn du dich damit wohlfühlst, dann mach es. Mach das, wo du glücklich bist. Und sie war so stolz, dass ich trotzdem glaube, dass ich trotzdem in eine Kirche gehen will. Dass sie niemals sagen würde, oh, das ist jetzt aber scheiße und wir wollen eine muslimische Schwiegertochter und das geht gar nicht. Nein, und deswegen sage ich euch, diese Familie, das ist wirklich eine Familie, denen der Koran richtig beigebracht wurde, die einfach alles und jeden akzeptieren, leben und leben lassen, solange dir jemand was nicht tut, warum sollst du ihm was tun? Und warte, ich bin wirklich so stolz auf die Christen, dass ihr nie irgendwo schreibt, extrem, du gehörst nicht in den Christentum, du benimmst dich nicht wie ein Christ, du bist nicht dies, du bist nicht das, du gehörst nicht zu uns. Ich bin so stolz auf euch, dass ihr sowas nicht macht, dass ich wirklich so stolz bin, eine von euch zu sein, das glaubt ihr mir gar nicht, wirklich. Und Leute, für die Moslems unter uns, die den Christentum nicht kennen, beschäftigt euch mal ein bisschen damit und lernt mal ein bisschen Sachen drüber. Weil ich finde, wenn man... Es gibt kaum egal Unterschiede. Egal welchen Glauben man hat, man sollte sich schon ein bisschen mit anderen Glauben ein bisschen beschäftigen. Und ihr werdet merken, der Christentum ist wirklich ein richtig krasser und schöner Glaube. Ja. Leute, ja, auf jeden Fall ist die Sache damit geklärt. Hoffentlich ein für alle Mal. Lu ist und bleibt Moslem und ich bin Christin. Katholikin und darauf mega, mega stolz und ich will und werde es auch nie wieder rückgängig machen und ich liebe es so sehr, wenn wir abends im Bett zusammen beten und er seine Hände so hält und ich meine Hände so halte. Das ist für mich wirklich Liebe, Leute. Wenn man zeigt, man muss nicht vom gleichen Glauben sein, um glücklich zu sein oder weiß ich nicht was. Was ich gar nicht könnte, sage ich ehrlich, ist mit einem Menschen zusammen zu sein, der gar nicht glaubt. Aber das ist auch jedem seine Sache. Es gibt auch Leute, die denken, wir sind bekloppt, weil wir an Gott glauben. Aber wir glauben dran und ich möchte auch nur jemanden in meinem Leben haben, der einen Glauben hat. Und es ist das Schönste, was es gibt, wirklich, wenn man einen Partner hat, der dich in allem unterstützt. Und so wie ich auch sage, ich feiere mit ihm Ramadan, ich bin bei Bayram, bei seiner Familie, er feiert mit mir Weihnachten und was Schöneres gibt es einfach nicht. Das ist für mich wirklich das, was Liebe ist, was anderes gibt es nicht, alles andere ist Lüge für mich. Und ja, jetzt hoffen wir, das Thema ist erledigt und wir wünschen euch noch einen wunderschönen Abend, Leute. Und im nächsten Video haben wir vielleicht eine kleine Überraschung für euch. Vielleicht. Bye bye, beautiful!